ist die Himmelfahrt, ein Feiertag mit großer Bedeutung und ein Tag, an dem man sich Zeit für Freunde und Familie nimmt. In der Marktgemeinde Liebach wurde er deshalb zum Anlass genommen, um die Erstkommunion und im Anschluss daran das Pfarrfest zu feiern. Die Mädchen und Jungen haben sich auf diesen besonderen Tag, an dem sie im Mittelpunkt standen, sehr gut vorbereitet. Wir haben ein Kreuz gebastelt, dann haben wir noch eine Kette, also diese hier gebastelt. Dann haben wir zwei Kerzen, eine Kerze, die für die ganze Gruppe war und eine für sich alleine. Wir haben die Kerze gemacht, wir haben ein Kreuz gemacht und wir haben die Scherben gemalt. Im Kreise der Familie wurde in der Pfarre Liebach eine wunderschöne Messe abgehalten, in welcher die Kinder schließlich zum ersten Mal die heilige Kommunion erhalten haben. Im Anschluss daran wurde zum traditionellen Pfarrfest geladen. Ein buntes Rahmenprogramm lud klein und groß zum Verweilen ein. Für die Kinder wird was geboten, die können basteln, kreativ gestalten, spielen. Die Musik unterhält uns. Es gibt auch die Möglichkeit zu schätzen, Lose zu kaufen und zu gewinnen, aber sich auch verpflegen zu lassen. Das ist so Tradition in Liebach, dass Pfarrfest und Erstkommunion miteinander verbunden werden. Und was den Vorteil hat, dass man anschließend einen Festgottesdienst noch gemütlich beisammen sein kann, sich unterhalten kann, sich stärken kann. Und es ist noch genügend Zeit dann auch für die Erstkommunion Kinder mit ihren Familien noch irgendwo hin essen zu gehen, wenn sie das möchten. Aber wenn sie wollen, können sie natürlich auch da bleiben und finden auch beim Pfarrfest gute Stärkung. Die Erstkommunion in der Marktgemeinde Liebach, ein wichtiger Tag im Leben der Kinder, der mit einer wunderschönen Messe und dem anschließend stattfindenden Pfarrfest gebührend gefeiert wurde.